Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ich habe ja gestern bereits ein Video über Castle Clash hochgeladen und jetzt lade ich auch mal wieder eins über Clash of Clans hoch. Nun ja, wie bei Schlosskonflikt, seht ihr schon, ich habe auf diesem Account schon recht lange nicht mehr gespielt und bin jetzt halt gerade dabei, die ganzen Bäume und Büsche wieder abzubauen. Wobei ich es hier noch nicht so weit bin wie jetzt im Vergleich zu Castle Clash. Ich bin hier Rathaus 9 im Moment und habe fast alles auf mein Rathaus-Maximum gebracht. Bis auf die Mauern. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt. Das ist scheiße. Und das ist halt das, was mich im Moment daran hindert, auf Level 10 hochzugehen. Denn mit 7er Mauern sollte man nicht den Rathaus auf Level 10 upgraden. Zudem bin ich in der Meisterhütte auf Level 5. Was, ja, ich weiß nicht, ist ganz okay, würde ich sagen. Ist nicht schlecht, ist nicht gut. Auch hier muss ich noch einiges upgraden. Ja. Das ist. Vor allem, dass ich schon auf 10 gehen könnten. Und ich halt. Ich habe halt noch 7er Mauern. Das ist wirklich schlecht. Ich habe auf jeden Fall die Tage vor, ein bisschen mehr wieder hier zu spielen. Allerdings möchte ich vor allem, wenn ich Spiele aufnehme, dass ich dieses Mal wirklich diesen Progress aufnehme und hochlade. Wobei das ganz schön lästig sein kann. Aber hey, das wird schon werden, denke ich mal, dass das nicht allzu langweilig sein wird. Auf jeden Fall, wow. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. So, ich blitz erstmal eine neue Armee aus. Und ich glaube, zum Angriff kommt heute nicht mehr. Weil, ja, ist halt dafür ein bisschen zu früh, also zu spät, ich meine, die Truppen ausgebildet habe. Nun ja, was kann ich jetzt eigentlich in dem Video so sagen? Also eigentlich hatte ich vor, in etwa so ein Video wie schon bei Castle Clash zu machen. Einfach so, yo, das ist mein Account. Stand jetzt. Stand dem 24.06. Und ich werde euch jetzt einfach mal so zeigen, wie mein Stand ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, halt die Mauern, die sind halt auf Level 7 teilweise noch. Das ist, also Mauern müssen auf jeden Fall abgegradet noch werden. Auf jeden Fall sonst. Meine Magiertürme sind alle auf 7, meine Bogenschützentürme sind alle auf 11, meine Kanonen sind alle auf 11, meine Minen sind alle auf 12, genauso wie meine Elixiersammler, meine Lager sind ebenfalls alle auf 11, meine Minenwerfer auf 7, meine Luftabwehr auf 7, meine Tesla auf 6, die müssen auch noch auf 7 hoch. Meine Bogenschützenkönigin ist auf Level 8 und mein König auf Level 10. Meine Armeelager sind ebenfalls auf Level 7, meine Bohrer auch auf, nicht auch auf 7, sondern sind auf 6. Und mein Bombenturm ist auf Level 3. Meine dunkle Kaserne ist auf Level 4 und meine Zauberfabrik ist auch auf Level 4. Zu den Truppen habe ich halt immer mit die Balloons Upgrade auf Level 6. Sonst habe ich 5er Barbaren, 5er Bogenschützenkönigin. Bogenschützenkönigin, ja, Bogenschützen. 6 Riesen, 4er Kobolde, 4er Mauerbrecher, 6er Magier, 4er Drachen, 4er Päcker, 3er Healer. 1er Baby Dragons, ich habe 5er Blitzzauber, ich habe 5er.
Ja, 5er Heilzauber, 5er Stärkezauber. Ich habe einen Sprungzauber auf Level 1. Ich habe einen Giftzauber auf Level 1. Eilzauber auf Level 1 und Erdbebenzauber auf Level 1. Und ja, sonst habe ich alle dunklen Truppen auf 1, bis auf die Lakaien sind auf Level 3. Die könnte ich auch auf 4 schon hoch machen. So, das wäre es halt erstmal soweit von meinem Stand in dem Dorf. Ach ja, meine Klammerbrücke ist Level 4, 5. Ja. Bei meinem Nachtdorf sieht das halt alles so aus. Ich habe Multimörser auf Level 3, ich habe eine Doppelkanone auf 4, meine zweite Doppelkanone ist auch auf 4. Meine Bogenschützentürme sind auf 4, mein Tesla ist auch auf 4. Ich glaube, ich habe alles hier auf 4. Außer meine Bauarbeiterkaserne, die ist auf 7, meine Minen sind auf 5 und meine Juwelenmine ist ebenfalls auf 4. Und das ist mein Stand hier. Mein Ohrenturm ist auch auf Level 4 und mein Sternlabor ist auf Level 5. Ich habe 10er Bogenschützen, 8er Barbaren, 8er, 8er Riesen, 6er Lakaien, 7er Bomben, Werfer, 1er Baby Dragons und 2er Kanonenwagen. 2er Kanonenwagen, so. Und 1er Kampfmaschine. Ja, das wäre es erstmal zu dem groben Überblick. Ich habe 1711 Pokale, wäre somit Gold 2, glaube ich. Und ja, das wäre es erstmal zu dem, was ich in diesem ersten Video machen wollte. Einfach mal wieder diesen Zwischenstand zu geben, weil letztes Clash of Clans Video ist auch schon etwas her. Und jetzt habt ihr auf jeden Fall wieder up to date, wie weit ich bin, wo ich stehe. Und auf jeden Fall auch, was meine Ziele sind, nämlich die Mauern hier abzugraden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.